Hallo meine Freunde, das ist mein Freund Alexander. Hallo. Und wir werden euch heute zeigen, wie man die Gleitschienen an einem S2 wechselt. Das ist eine ganz wichtige Reparatur, weil wenn man sie nicht wechselt, wisst ihr, gibt es den kapitalen Motorschaden. Die Gleitschienen bekommt ihr zum Beispiel im WBO-Shop, bei eBay, die Adresse seht ihr unten. So, wir beginnen damit, dass wir die Zündkerzenstecker am Deckel ausklipsen. Die stecken so fest, dass sie hier unten am besten ein bisschen unter gestützt, damit wir die Kabel komplett wegbekommen, macht er hier die zwei Kreuzschlitzschräubchen raus. Als nächstes muss die Abdeckleiste von der Rail runter, da müsst ihr ganz vorsichtig sein, die gibt es neu nicht mehr, die hat hier Widerhaken. Da müsst ihr ein bisschen drücken und dann kommen die hoch und dann kann das ganze Ding raus. Wenn er das jetzt hier losmacht, die Benzinleitung an der Rail, müsst ihr aufpassen, die ist starr. Das heißt, den Schlüssel müsst ihr festhalten. Drehen tut die Mutter hier. Ihr braucht auf jeden Fall offene Ringschlüssel, sonst geht da gar nichts. Wenn die mal lose sind, legt ihr einen Lappen drunter, weil da kommt natürlich ein bisschen Benzin raus. Motor ist auch noch nicht ganz kalt. Und dann können wir mit dem Gabelschlüssel weiterarbeiten. Wenn er mal los ist, kommt dann natürlich noch ein bisschen Benzin raus. Machen wir in den Lappen rein. Und auch die hintere Seite haben wir offen. So, jetzt ist ja schon alles los. Ein bisschen Benzin kann jetzt hier auch noch kommen, aber viel kann es ja nicht mehr sein. Wir haben ja schon alles. Bei den Benzinleistungen müsst ihr enorm aufpassen, dass da kein Dreck reinkommt. Deshalb schützen wir die jetzt mit ein bisschen Alufolie und dann binden wir das noch mit ein bisschen Tape an. Gleiche Nummer natürlich an der Gegenseite. Es gibt zwar keine vorgeschriebene Reihenfolge von Porsche zum Öffnen der Schrauben, ihr macht es aber wie ein Zylinderkopf. Das heißt, wir öffnen von außen nach innen über Kreuz. Kann sicherlich nicht schaden. Normalerweise geht er ganz gut los, seht ihr, hier habe ich kein Problem mit ein bisschen klemmten kleinen Schlag. Kalt nicht allzu viel, das ist alles Aluminium. So, dann so runter, dass keine Schraube in den Motor fällt. So, jetzt seht ihr die Geschichte. Das ist ein typischer 16-Ventil-Zylinderkopf. Hier ist die Einlassnockenwelle, hier kommt die Ansaugung und das ist die Auslassnockenwelle. Jeweils sitzen zwei Ventile pro Zylinder, macht dann pro Zylinder die vier. Und hier haben wir das eigentliche Problem, warum wir heute die Reparatur machen. Beim 944er wird nur eine Nockenwelle vom Zahnriemen angetrieben und die zweite Nockenwelle ist im Schlepp über diese Kette. Die Kette ist an sich relativ verschleißfrei, aber Problem sind diese Gleitschienen. Ihr seht, wie die einlaufen, das schauen wir uns nachher nochmal an. Und die müssen gewechselt werden. Wenn ihr nur die Gleitschienen wechselt, braucht ihr den Zahnriemen nicht runter machen. Man kann den Spanner zur Kette rausnehmen, die Gleitschienen wechseln und dann wieder reinschrauben. Die Ölleitung hat hier eine Imbusschraube. Die muss weg. Das ist so eine Hohlschraube wie bei Öldruckleitung. Ich mache jetzt gerade mal die Köpfe frei und da unten ist eine zweite. So, die macht er erstmal lose. Okay, die ging. So, wenn er die Schrauben rausnimmt, müsst ihr fürchterlich aufpassen. Da sitzen jeweils Aluringe drunter. Das heißt, den oberen habe ich schon mal. Sitzt hier Pinzette, Pinzette. Die untere Schraube der Ölleitung muss auch noch weg. Ich habe sie nicht. So, und auch der letzte Ring ist draußen. Also passt auf, sonst zerlegt dein Motor. Der eine oder andere hat jetzt sicherlich gedacht, hoffentlich fällt ihm der Ring rein, dann gibt es auch ein Video, wie man den Motor zerlegt. Keine Angst, nicht heute, aber kommt. So,
Um den Kettenspanner auszubauen, muss der erstmal vorgespannt und blockiert werden. Porsche macht es nun folgendermaßen. Hier sind zwei Bohrungen drin. Da gibt es ein Spezialwerkzeug. Das kann man hier in die Löcher reinstecken. Und jetzt drücken wir auf die Kette und dann schieben wir die Verriegelungsschichte hier auf die Schiene. Und dann ist die Spannung im Kettenspanner und die Kette wird frei. Unter der Kette durch. Einmal bin ich durch, da eine andere Seite auch. Ja, ich drück nochmal. Ja. Ganz schön warm. So, der Kettenspanner ist jetzt gesichert. Jetzt können wir den Kettenspanner hier lose schrauben. Machen wir noch die zweite Schraube raus. So, und jetzt kann der Kettenspanner da hinten raus. Und wir haben das Teil. So, jetzt seht ihr hier die Einlaufspuren. Normalerweise ist die obere stärker betroffen wie die untere. Aber die untere hat hier auch schon deutlich von dem Problem. Und wenn das weitergeht, dann wird hier das Material an der Kante zu eng. Dann platzt es hier, dann schlägt die Kette übers blanke Metall. Das geht dann ein paar Minuten so und dann fliegt es euch runter. Und dann reißt den Kettenspanner aus dem Fahrzeug. Zum Wechsel der Schienen muss ich den Spanner in den Schraubstock einspannen, weil wir müssen natürlich erst die Spannung abbauen. Ich habe hier einen kleinen Holzklotz, der passt genau dazwischen. Wenn wir jetzt anziehen, können wir den Spanner entnehmen, den Sicherungsstift. Und jetzt mache ich einfach langsam auf, bis der Spanner mir entgegenfällt. So, ist jetzt komplett entspannt. Die obere Schiene könnt ihr gerade so runterziehen. Wenn die obere weg ist, können wir die untere abschrauben. So, passenden Schraubenzieher kriegt ihr die Schräubchen raus. Und das ist der Reparatursatz von WBO. Ihr seht, da ist alles dabei. Die obere Schiene, die untere Schiene und die zwei Schräubchen für die untere Schiene. Jetzt nehmen wir die neue Schiene gleich in die Hand. Ziehen die nach unten ab und die neue kommt geradewegs wieder drauf. Dann können wir nichts verwechseln. Genau so was drauf. Dann setzt ihr die Kreuzschlitzschrauben möglichst gerade an. Die haben ja noch kein Gewinde, also bringt Rückwärtsdrehen nur partiell was. Und dann arbeiten die sich hier in den Grundstoff. Machen wir gleich noch die andere Seite. Ansetzen und mit Druck in den Grundstoff arbeiten. Nicht übertreiben, sitzen müssen sie, aber überzieht sie nicht. Die obere Schiene kommt jetzt so drauf, also ich habe ihn jetzt wieder umgedreht. Hier ist der Anschlag und der muss da drin verschwinden, sonst läuft das Ding nachher nicht mittig. So ist die drauf. Das ist schon alles. Jetzt müssen wir wieder zusammendrücken. Ganz vorsichtig mit Gefühl drückt Alexander das zusammen. Und wenn die Löcher dann an der Schiene vorbei sind, noch, dann muss ich bis die Löcher da kommen. Und dann könnt ihr die Sicherung hier durchschieben und sie ist drin. So, wenn die drin ist, die Sicherung, entspannen, rausnehmen und ins Auto einbauen. Irgendwie ging das Ding raus, also muss es auch wieder irgendwie reingehen. So kommen wir ungefähr in die Hausnummer. So. Dann müsst ihr hier genau sitzen, aber der zentriert sich nachher schon. Er hat ja zwei Schrauben. Wenn die eine mal drin ist, hat die andere ja nicht so ganz so viel Freiheiten. Das heißt, wir kriegen die andere auch noch irgendwie rein. So, Anzugsmoment.
sind 10 Newtonmeter. Einmal 10 und zweimal 10. So, wenn der festgeschraubt ist, könnt ihr den Spannbügel rausziehen und die Kette ist wieder drin. Setze ich jetzt eine Dichtung mit Fett hier unten drunter. Die kann auch nur bis da rutschen. Dann kommt die Leitung selbst. Die Leitung selbst muss unter der Noggenwelle durch. Okay, jetzt brauche ich die Schraube. Jetzt könnt ihr sie hier zentrieren. Schraube mit Ring von oben drauf und jetzt brauche ich den Schlüssel dazu. Zusammen mal hier ansetzen. Wenn sie mal greift, habt ihr soweit gewonnen. Jetzt machen wir erstmal die Gegenseite dazwischen und ich muss die mit der Schraube und der zweiten Scheibe krallen. So, die ist auf jeden Fall drin, die andere auch. So, auch die kriegen wieder 10 Newtonmeter Drehmoment. Sehr schön. Jetzt können wir alles wieder zumachen und vor dem Zumachen müssen wir die alten Dichtungsspuren hier an der Ecke beseitigen. So, dieses Dichtmaterial in den Ecken muss weg. Vorsicht, das ist alles Aluminium, deswegen benutze ich wieder meinen Kupferschaber. Dann könnt ihr das ganz sorgfältig entfernen. Das Öl muss ja da auch weg. Und damit die ganze Geschichte fettfrei wird auf der Dichtung, nehmt ihr ein bisschen Aceton oder Nitroverdünnung und wischt die Dichtfläche damit ab. Alles schön sauber machen. Je sauberer, desto dichter. Die Gewindelöcher prüft ihr, ob sie Öl haben. Schreibt die zusätzliche Dichtmasse nur an diesen Ecken vor, aber aus langjähriger Erfahrung verklebe ich die Gehäuse mittlerweile komplett, sind sie nachher wenigstens dicht. So. Erstmal hier in die Not. Die hat eine Vorzugsrichtung. Diese Nase gibt es nur einmal. Die müsst ihr treffen, sonst klappt es mit der Dichtung nicht. Das ist so blöd, ja. In die Ecken. Kommt der Deckel wieder so drauf, dass ihr den Schriftzug Porsche von meiner Position aus sehen könnt. Jetzt fängt er von der Mitte an, die anzuziehen. Und dann wie ein Zylinderkopf von in der Mitte über Kreuz nach außen arbeiten. Seht ihr, wie sich die Dichtung immer wieder setzt? Die ist jetzt wieder komplett lose geworden. In der letzten Runde bekommen noch all die Schrauben 10 Newtonmeter. Auch schön über Kreuz. Danach kommen wir in die Benzinleitung. Da können wir jetzt erstmal unsere Schutzkappen entfernen. Verwechseln könnt ihr die nicht. Die Gewinde sind unterschiedlich. Passt hier drauf. Erstmal draufschrauben, dann haben wir schon mal keinen Dreck mehr. Zweite aufschrauben, schauen, dass die Gewinde richtig sitzen.
ziehen wir es erstmal so an. Hinten hier müsst ihr starr halten. So, dann haltet das schön gegen und zieht die an. Den haben wir schon. Und den hatten wir schon ganz gut. Passt. So müssen sie dicht sein. Können wir die Kondome da so weit drauf führen. Zum Schluss kommen die Zündkerzenstecker wieder drauf. Das seht ihr schon in der Länge, wo sie passen. Also hier kann man wenig durcheinander kommen. Dann macht es hier, müsst ihr die Kreuzschlitzschrauben treffen. Nur eine drin. So, und auch die zweite. Hier war nur die untere verbaut. Da könnt ihr es noch einklipsen schön in den Halter, dass die schön sortiert liegen. Hier liegen sie gut. Hier sind wir fest und jetzt kriegt jeder einen Blob. Wie früher mit dem Spinat. Die Abdeckleiste kommt natürlich auch wieder drauf. Da müsst ihr gut drauf aufpassen, das Teil gibt es nicht mehr neu. So, auch diese Reparatur haben wir wieder geschafft. Ich empfehle als Wechselintervall 80 bis spätestens 100.000 Kilometer für die Gleitschienen. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.